Ja, herzlich willkommen zu meinem Vortrag Serviceentwicklung mit CDS und RAPT im Rahmen einer Greenfield-Transformation. Ich werde hier erzählen von einem Projekt, das wir die letzten anderthalb Jahre bei uns gemacht haben. Das Projekt hatte den offiziellen Titel RKURT Next Gen Produktaufbau VNB. Da werden wir gleich auf der ersten Folie dann ein bisschen drauf eingehen. Das Ganze hat vier Teile. Es gibt einmal ein bisschen generell was über das Projekt. Dann über die Service-Architektur, die wir im Rahmen unseres Greenfield-Ansatzes aufgebaut haben. Dann, um es ein bisschen plastischer machen, einen Modellservice und am Ende noch eine Demo. Die Demo werden wir auch auf GitHub zur Verfügung stellen. Ihr könnt euch die also nachher auch runterladen und selber damit ausprobieren. Also, wenn es heute ein bisschen schnell ist oder ich nicht alles zeigen kann, kein Problem, könnt ihr euch auch nachher noch anschauen. Ja, noch einmal kurz vorweg, wer sind wir? RKURT GmbH aus Herne. Uns gibt es jetzt seit 62 Jahren. Wir sind Rechenzentrumsbetreiber und Beratungsdienstleister, vor allem für die Sparten Utilities und öffentlicher Nahverkehr. Und wir machen daneben auch Rechenzentrumsbetrieb für kommunale, also für Kommunen und Städte. Hier ein bisschen Zahlen, was wir so machen. Also wir haben eine große Zahl an Kunden und der SAP-Systemen, die wir betreuen, und sind jetzt das auch gerade dabei, die Transformation Richtung S/4HANA zu machen, wo wir dann versuchen, die Kunden auf eine gemeinsame Plattform zu bringen. So, damit komme ich jetzt dann auch schon zu dem Projekt, was wir die letzten anderthalb Jahre hatten: Produktaufbau Next Gen VNB. VNB ist hier die Abkürzung für Verteilnetzbetreiber. Das ist eine Marktrolle innerhalb der Versorgersparte. Es geht also um das Unternehmen, das das örtliche Strom-, Gas-, Wassernetz betreibt. Genau, nicht das Unternehmen, von dem wir als Kunden unseren Strom beziehen. Das wäre der Lieferant. Das werde ich vielleicht dann auch gleich, den werde ich gleich vielleicht auch nochmal ansprechen. Ja, genau. Was war der Zweck dieses Projekts? Wir wollten ein standardnahes Template aufbauen, das alle Marktprozesse abbildet und das Grundlage für eine Plattform ist für Versorgungsunternehmen. Das heißt, es gibt eine Plattform, die wir dann unterschiedlichen Unternehmen anbieten. Das sieht dann konkret tatsächlich so aus, dass wir für die Marktrolle der Verteilnetzbetreiber ein Produktivsystem haben, das wir dann als Mehrmandantensystem mit einem Multi-Tenancy-Ansatz betreiben. So, das ist was Ziel des Projekts gewesen. Das Projekt lief von April 2022 bis Juni 2023, also ist jetzt schon ein paar Monate auch durch. Wir haben uns da immer 2 Tage die Woche, Dienstags und Mittwochs, vor Ort getroffen, dort die Themen erarbeitet, ein bisschen eingerahmt durch ein Weekly am Dienstagmorgen und ein Review am Mittwochnachmittag, hatten da auch spezielle Projekträume angemietet dafür. Wir hatten dabei ein Kernteam aus 20 Personen, das sich halt aus Projektmanagement, Beratung und Entwicklung zusammengesetzt hat. Wir haben dann alle weiteren Ressourcen, die wir gebraucht haben, halt immer on demand hinzugezogen. So kamen insgesamt circa 100 Teilnehmer aus unserem Unternehmen dazu, sowie 100 externe Tester von unseren Kunden. Ja, es waren Punkte hier Risiken und Chancen. Es gab ein paar parallele Entwicklungen in unserer Branche, wie zum Beispiel die Energiepreisbremse, die auch einiges an Ressourcen ja, geblockt hat und da ein paar Herausforderungen für uns gebracht hat. Ja, da denke ich mal, kann ich allen Projektteilnehmern aus der Seele sprechen, dass diese Doppelbelastung durch diese Themen da ja schon sehr spürbar war, auch in diesem Projekt. Dennoch in beiden Themen sehr gute Ergebnisse erzielt wurden. Ja, generell Qualität. Wir wollten alle Prozesse standardisieren, deshalb auch der Greenfield-Ansatz, ausgehend von einer Systemlandschaft mit mehreren unterschiedlichen Systemen, die über die letzten Jahre schon eine zentrale Entwicklungsumgebung bekommen hatten, jetzt hin zu tatsächlich ja, einer Systemschiene mit Multimandantensystemen. Und damit halt auch Neuaufbau der Prozesse und Services in diesem System, um da auch einfach zukunftsfähiger zu sein. Aber insgesamt war das ganze Projekt dann in 3 Meilensteine aufgeteilt, also nicht so ein ganz agiler Ansatz. Da hat man sich dann aufgrund der Größe des Vorhabens dagegen entschieden. Ja,
Meilenstein 1 war die Grundausprägung, also Grund-Customizing, Stammdatenaufbau. Das wurde letztes Jahr im Oktober, November abgeschlossen. Dann Detailausprägung der Prozesse, also ein bisschen darauf aufbauen, noch weitere Prozesse, die hauptsächlich innerhalb des Systems oder mit dem Gegensystem Lieferant stattgefunden haben. Da das wurde im März abgeschlossen und dann die letzten 3 Monate dann Integrationstest, also End-to-End-Test über die ganzen Prozesse hinweg. Das Ergebnis war, wie geplant, die Bereitstellung eines marktkonformen Templates als Projektbeschleuniger für die tatsächliche Transformation jetzt von dem aktuellen R3 Utilities in Richtung zu S/4HANA Utilities. Und da beginnen wir dann auch im Januar mit den ersten Transformationsprojekten, die wir dann in ja, etwa 8 bis 10 Projekte sind jetzt in den kommenden 3 Jahren geplant. Gut, das zum Projekt. Jetzt hatte ich ja ein bisschen viel gesprochen über Greenfield-Ansatz, Service-Ansatz. Ja, was haben wir uns da eigentlich überlegt oder inwiefern wollten wir unsere Architektur umstrukturieren? Das sehen wir hier ein wenig an diesem Bild. Das ist das Architekturschaubild, was generell unsere Systemarchitektur in 4 Schichten teilt. Unterliegen die ganze Technik mit der Datenbank, Servern, SAP-Basistätigkeiten, was da alles runterfällt, außerdem Netzwerk, Clouds, BTP, PIPO, was man alles so hat, und die Benutzerverwaltung und Rollenverteilung, die halt auch da noch die Grundlage bildet. Darüber haben wir dann den DevLayer, also eine Schicht, die viel aus übergreifenden Entwicklungsservices besteht und halt Infrastruktur zur Strukturierung der Entwicklung. Da ist einmal die Service-Architektur an sich, die genaue, wie wir Services verstehen und wie wir das System oder unsere Entwicklung in Services aufteilen, das kommt auf der nächsten Folie. Das ist aber, ja, das ist ein Kern des Ganzen, dass wir alle Entwicklungen in Services aufteilen. Dann drumherum das Release- und Custom Code Management, Software Lifecycle, die da halt direkt miteinander verbunden sind. Und halt auch übergreifende Services wie Protokollierung, Mailversand, Zwischenspeichern von Rohdaten für Prozesse, alles, was man halt so te aus technischer Sicht fachlich prozessübergreifend braucht. Darüber dann der eigentliche fachliche Layer mit den unterschiedlichen Geschäftsprozessen. Da haben wir Core-Lieferanten und Verteilnetzbetreiber. Das sind unsere 3 Systemschienen. Also Core ist ein klassisches ERP-System für Energieversorger und ÖPNV-Unternehmen und dann halt die beiden spezifischen Utilities-Systeme für die Marktrollen, Lieferanten und Verteilnetzbetreiber, beim Verteilnetzbetreiber mit dem integrierten grundzuständigen Messstellenbetreiber. Den werden wir dann auch gleich bei dem Demo-Szenario noch kennenlernen. Ja, bei dem fachlichen Layer haben wir nochmal Unterscheidung zwischen Basis- und Premium-Services. Basisservices sind dabei so alles, was ein Kunde definitiv erfüllt haben muss, um seiner Marktrolle und den gesetzlichen Vorschriften gerecht zu werden. Also alles, was wir als ein absolutes Must-Have ansehen. Und darüber hinaus die Premium-Services, die halt noch eine individuellere Ausgestaltung, zusätzliche Prozesse, eigene Prozesse oder dergleichen beinhalten. So, da mit diesen 3 Ebenen befinden wir uns jetzt nach wie vor innerhalb des Systems selbst. Darüber gibt es dann noch den Integration Layer, einfach eine Schicht, die um die Kommunikation zwischen unserem System und der Systeme mit der Außenwelt einfach zu organisieren. Da sind dann so Sachen drin wie Cloud Integration in der SAP BTP oder PIPO oder andere B2B-Lösungen, Systemintegration, was man da entsprechend alles so haben kann. So, ich habe es jetzt schon mehrfach erwähnt, ganz zentral ist halt der Begriff des Services an sich. Das Schwierige daran ist, dass dieser Begriff immer ein bisschen schwierig zu definieren ist. Wir hatten hier für uns eine Definition genommen, die sich ein bisschen an den Begriffen von Service-Oriented Architecture und Microservice-Architektur orientiert, allerdings das nicht streng
umsetzt, sondern halt so, wie man es halt gut umsetzen kann, wenn man auf einem SAP-System lebt. Wichtig ist hier eine 1-zu-1-Beziehung zwischen Services und ABAP-Paketen und Unterpaketen, also Pakethierarchien und den GCTS-Repositories. Also wir benutzen GCTS zur Versionsverwaltung und zur Synchronisation von Entwicklungen zwischen unterschiedlichen Systemschienen. Und da wird dann auch darauf geachtet, dass es eine 1-zu-1-Beziehung zwischen Services und Repositories gibt. Dann die Services selbst müssen dann untereinander APIs anbieten, um miteinander zu kommunizieren. Intern innerhalb des Systems machen wir dies mittels Paketschnittstellen, dass wir halt im ABAP tatsächlich dann definiert, welche Objekte meines Pakets von außerhalb genutzt werden dürfen und welche nicht. Da kann man dann auch entsprechend eine Abhängigkeitsanalyse machen, welche Services rufen welche anderen Services auf, auch rekursiv oder welche Standard-Paketschnittstellen der SAP setze ich da ein. Da kann man dann sehen, wenn es sich etwas tut, wenn man eine neue Entwicklung macht im Rahmen des Release-Managements, wo muss ich halt Abhängigkeiten beachten. So, jetzt hatte ich mir hier, wollte ich mir hier eine Demo machen. Kann ich mal versuchen, ob das funktioniert. Das funktioniert leider wieder nicht. Deshalb gehe ich da mal von Hand rüber. Und was ich hier zeigen möchte, ja, danke für die Systemmeldung. Ich habe vorbereitet eine kleine Sicht, wo ich mal eine zeige, was so in einer typischen Paketschnittstelle der SAP so drin ist, damit man ein Gefühl dafür bekommt, ja, wie könnte so eine interne API aussehen. Habe hier ein Beispiel genommen, das aus dem RAP-Umfeld auch kommt. Also hier, wer das noch nicht kennt, das sind zwei interne Paketschnittstellen der SAP, die wichtige Objekte für RAP beinhalten. Dann haben wir hier eine Auswertung, dann kann man sehen, das hier ist halt die Paketschnittstelle auf der obersten Ebene und da hängen dann in den Unterpaketen halt dann noch spezifische Paketschnittstellen drunter. Und hier sehen wir schon eine wichtige Klasse aus dem RAP-Umfeld ist diese Load-Klasse, mit der man in seinem eigenen Coding auf die Inhalte einer Behavior Definition zurückgreifen kann. Kann ich eigentlich hier auch mal kurz aufmachen, an welcher Stelle wir das benutzen. Hier ist also, das hier ist generell der Inhalt der Demo. Hier haben wir einmal das Paket zur Dependency-Analyse. Da sind einige CDS-Views drin, die man benutzen kann, um diese Abhängigkeiten zu analysieren. Könnt ihr also gerne mal mit ausprobieren, dann, wenn ihr euch das herunterladet. Hier habe ich dann noch ein weiteres Paket RAP-Tools. Das kann man jetzt leider hier. Diese Anzeige ist leider nicht skalierbar. Es tut mir leid. Man wird sehen, dass ich hier das SABP Main Public und das SBUI Public, die wir gerade in den Varianten in der GUI gesehen haben, ich hier Verwendungsnachweise für reingeschrieben habe, weil mein Coding die benutzt. Und jetzt möchte ich hier eigentlich gerne mal die. Achso, ich biete selber auch noch eine an. Das zeige ich auch nochmal. Die wird dann hier auch von meinem Service-Paket nachher benutzt. Und okay, das springt mir jetzt hier in die GUI rein. Und dann sehen wir hier in meinem eigenen Paket, stelle ich zum Beispiel diese Utility-Klasse zur Verfügung, die mache ich mal auf. Die sollte man dann auch dann gleich tatsächlich gut sehen können. Der Class-Editor skaliert ja auch vernünftig in Eclipse. Ja. So, hier einfach eine Klasse mit ein paar Hilfsmethoden für RAP, um zum Beispiel das Mapping aus der Behavior Definition auszulösen zwischen der RAP-Datenstruktur und der DB-Tabelle. Immer nützliche Funktion. Sehen wir auch gleich in einem Beispiel.
Hier entsprechend haben wir eine Methode Load Behavior Definition, wo wir sehen, hier benutze ich dann diese Standardklasse, um mir mal so alles an Informationen zu holen, was eigentlich in so einer, wo habe ich es natürlich gerade offen, also alles, was hier drin steht in dieser Behavior Definition, bekomme ich dann durch diese Klassenmethode zur Verfügung und kann es entsprechend auswerten, ist nach meiner Erfahrung für Mappings sehr, sehr nützlich. So. Ach ja, ich. Genau. Hier war ich das also ein bisschen zu den internen APIs, die wir mit den Paketschnittstellen umgesetzt haben. Weiteres haben wir natürlich noch externe APIs wie REST und OData. Da ist in dem RAP-Umfeld natürlich vor allem die Service-Bindings zu erwähnen oder aber auch über den Service-Builder selbst angelegte OData-Services. Alternativ auch SOAP oder RFC, das ist auch, kann man auch ganz gut mit RAP in Verbindung nutzen. Da habe ich auch gleich dann noch ein Beispiel in der Demo, wie man dann zum Beispiel eine alte RFC-Schnittstelle auch an ein RAP-Objekt anbinden kann. Und dann noch den Service-Katalog. Es gibt einen Service-Katalog zur Verwaltung der vorhandenen Services und Aktivierung je Kunde. Das ist ein ganz zentrales Objekt bei uns. Denn wie gesagt, es ist ein Mehrmandantensystem. Es gibt Premium-Services, die nicht allen Mandanten zur Verfügung stehen sollen. Und die Aufrufbarkeit des Codings wird dann halt mithilfe dieses Service-Katalogs auch überwacht. So, ja, ein paar Erkenntnisse aus diesem Ganzen. Erstmal zum Service-Begriff an sich. Da haben wir festgestellt, dass das ganz zentral ist, auch ein gemeinsames Verständnis für die unterschiedlichen Service-Begriffe zu haben. Da gibt es einmal den technischen Service-Begriff, wo ein Service eher so in 1:1-Korrespondenz zu einem OData, zu einem ABAP-Paket steht. Dann so einen fachlichen Servicebegriff, wo man eher eine 1:1-Korrespondenz hat zu einem Prozess oder einer Gruppe von Prozessen oder einer, ja, vielleicht repräsentiert durch eine Page im SAP Fiori oder einen Space im SAP Fiori oder auch ganz klassisch in der GUI durch ein Bereichsmenü, die da irgendwie so eine, ja, Strukturierung ermöglichen. Und dann noch als drittes den kaufmännischen Servicebegriff im Sinne von Frameworks wie ITIL zum Beispiel, die ja schon ganz unterschiedliche Verständnisse des Begriffs Service sind und die man dann halt auch gut miteinander in Beziehung bringen muss in so einem Projekt. Ja, daraus ergibt sich die zentrale Herausforderung tatsächlich Definition, Zuschnitt und Abgrenzung. Da haben wir auch festgestellt, insbesondere bei prozessübergreifenden Funktionen, dass man da schon immer ein bisschen genau gucken muss, ja, was packt man jetzt hier noch zusammen, was trennt man, wo hat man dann, wo ist die Kopplung so stark, dass man es auf jeden Fall in ein Paket packen muss und wo trennt man es dann lieber. Ja, und die Services müssen bereits in der Konzeptphase sauber abgegrenzt werden, später Objekte in ein anderes GTCTS-Repository umzuziehen, macht keinen Spaß. Wir haben das erlebt. Tut es euch nicht an. Macht es von Anfang an sauber. So, dann macht man das Ganze mal ein bisschen konkreter. Damit bis jetzt ja, war das, glaube ich, alles sehr abstrakt. Ein Modellservice mit einem Szenario, das wir alle kennen. Einmal im Jahr melden sich die Stadtwerke bei uns und möchten die Zähler ablesen, Strom, Gas und Wasser hier in die Stadtwerke Herne haben wir das mal freundlicherweise zur Verfügung gestellt, wie das aussehen wird. Man bekommt dann so eine Karte in seinen Briefkasten, die so aussieht, wo einem dann letztlich mehrere Optionen gegeben werden, wie man den Zählerstand übermitteln kann. Man kann zum Beispiel diesen QR-Code abscannen oder auf diese Homepage gehen und dann dort den Zählerstand eintragen. Oder man kann diese Telefonnummer anrufen, wo man dann mit freundlichen Sachbearbeitern verbunden wird, denen man den Zählerstand durchgeben kann. Oder man tut auch nichts, dann kommt da dann im angegebenen Datum, so habe ich mal das heutige Datum eingetragen, kommt dann jemand vorbei, um abzulesen. Ja. Und das ist also so ein bisschen das Real-World-Szenario. Und jetzt, was bedeutet das für uns, für die Serviceentwicklung? Hier ist da ein bisschen so das Schaubild, was das passiert. Wir haben also unterschiedliche Eingangskanäle, jeweils auch mit unterschiedlichen Schnittstellen. Wir haben
hat hier ein Kundenportal, was ich jetzt mal so im Szenario mir überlegt habe als eine Drittlösung, nicht SAP-Frontend, das dann über eine API auf unser System zugreift. Dann als zweites das Workforce-Management-System, das also der Ableser, der zu mir vor Ort kommt, hat so ein Erfassungsgerät dabei, das mit diesem Workforce-Management-System verbunden ist. Also wenn der Ableser bei mir zu Hause den Zählerstand erfasst, kommt er in dieses System hinein und wird dann von dort wieder über eine Schnittstelle in unser System zurückgespielt. In unserem Szenario ist es so, dass es sich hier um die bereits erwähnte alte RFC-Schnittstelle handelt. Das Workforce-Management-System war schon einem alten System dran und man muss da jetzt eine gewisse Kontinuität haben. Deshalb haben wir weiterhin die RFC-Schnittstelle und mappen das dann auf unser RAP-Objekt. Ja, und das dritte ist das SAP Fiori Launchpad. Der Sachbearbeiter, der ans Telefon geht, hat bei sich selbst dann Zugriff auf das Launchpad und hat da dann eine Kachel zur Erfassung. So, über alle diesen drei Kanälen laufen die Daten jetzt zunächst in den Integration Layer hinein. Der Weg ist hier auch ein bisschen unterschiedlich. Das wäre hier dann zum Beispiel das API-Management an der SAP TPCI. Hier wäre es so PIPO und hier haben wir den integrierten Gateway vom S/4HANA, über den das Ganze läuft. Das läuft dann zusammen. Und kommt dann am Ende im System an und wird dann alles durch denselben Service verarbeitet. Also im Grunde dahinter steckt dann die eigentliche Business-Logik, die durch unser RAP-Objekt repräsentiert wird. Und darunter natürlich noch der Dev-Layer mit seinen ganzen Funktionen. Zudem würde zum Beispiel dieser RAP-Utility-Service gehören, den ich ja auch, wo ich ja gerade schon einen Teil von gezeigt habe, der mir dann diese, allgemein RAP-Funktion zur Verfügung stellt, die ich für alle Services brauche. Gut. Ja, das also das Szenario. Wir werden hier gleich innerhalb der Demo die drei Möglichkeiten durchspielen. Ein bisschen zu der Umsetzung nochmal im Detail. Also es gibt in einem ISU-System gibt es den Ablesebeleg als Business-Objekt und es gibt da einen SAP Funktionsbaustein für den Upload, der heißt BAPI Empty Read Doc Upload. Und in der Demo habe ich das ersetzt, damit ihr das Ganze auch auf ein Nicht-Utility-System herunterladen und ausprobieren könnt. Dort ist dieses Meter-Reading-Document tatsächlich durch ein Managed-RAP-Objekt abgebildet. In einem realen Szenario wäre es tatsächlich ein unmanaged RAP und die Verbuchung würde über diesen BAPI dann ablaufen. Da habe ich aber dann auch in der entsprechenden Behavior Pool habe ich da kurz eine kleine Coding-Strecke auskommentiert drin, damit ihr ein Gefühl dafür bekommt, wie das in einem realen Szenario aussehen wird. Und auch was an der Stelle so als kleine Herausforderungen auf uns zukommen. Lesende Zugriffe laufen über die CLS Consumption Views beziehungsweise Projection Views, je nachdem, welche Namenskonvention man da folgt. Und für schreibende Zugriffe haben wir ein eigenes Objekt, den RKU-Ablesebeleg, was nochmal eine Schicht davor ist, die uns so zur Persistenz der Rohdaten dient, aber auch um gewisse Validierung und Konsolidierung bereits vorher durchführen zu können, bevor wir dann den eigentlichen SAP-Standard BAPI aufrufen. Insbesondere der erste Punkt der Konsolidierung aller Meldungen zu einer Messstelle ist da sehr wichtig, weil es da so ist, es gibt zum Teil Geräte mit mehreren Zählwerken, Zählerstände werden manchmal mehrfach versendet, es gibt Stornos, Neuversand, Korrekturen, da können viele Meldungen so im Laufe der Zeit eingehen, die aber sich eigentlich auf eine Ablesung zu einem bestimmten Datum beziehen. Und dann möchte man dann halt sammeln, alles zu einem Gerät, um auch den Überblick zu behalten, was jetzt letztlich gültig ist. So, hier ein paar Erkenntnisse daraus. RAP ist ein mächtiges Werkzeug, kommt aber zu einem gewissen Preis. Wir haben zum einen mal viele eigene
Entwicklungsartefakte mit viel dazugehörigen Boilerplate-Coding. Wenn man sich ja die Händlerklassen ansieht, wird man das sehen. Da steckt halt wirklich viel drin. Und mein Tipp da ist auch einfach, haltet euren Code sa sauber. Packt in diese Händlerklassen wirklich nur das Framework-spezifische Coding rein, also alles, was an Mappings oder Erfüllung des RAP-Kontrakts dazugehört, und delegiert alles andere dann an eure eigene Business-Logik, an eure Modellklassen oder wie ihr das aufbaut. In diese RAP-Händlerklassen gehört keine Business-Logik rein. Da kommt ihr nur in Teufelsküche. Transaktionskontrolle ist auch deutlich strenger, als man das gewohnt ist. Das ist dadurch, dass zum Beispiel das innerhalb eines RAP-Updates oder einer RAP-Aktion darf kein Commit-Work gesetzt werden. Das war ein Hindernis, das wir halt auch bei der Entwicklung unseres unmanaged RAP-Objekts mit diesem BAPI MTBDoc Upload festgestellt haben. Der erlaubt es uns leider nicht, vollständig zu kontrollieren, ob Commit-Work gesetzt wird oder nicht. Manche BAPIs sind da sehr gut und erlauben das sehr umfassend, dieser leider nicht. Ich zeige da trotzdem, wie wir das gelöst haben. Ich kündige direkt an, das ist eine etwas schmuddelige Lösung, die ich nicht unbedingt zur Nachahmung empfehle. Das ist eine Lösung, die wir gemacht haben, um sicherzustellen, dass wir tatsächlich nach wie vor denselben synchronen Charakter der Verbuchung hatten. Also was wir gemacht haben, wir rufen das BAPI in einem neuen Task auf, holen uns dann das Ergebnis und haben dann hier unser Wait for Asynchronous Tasks. Das heißt, das BAPI wird in einem eigenen Modus ausgeführt und wir warten, bis der fertig ist. Das ist nicht sauber. Was besser wäre, wäre dann einfach eine tatsächliche asynchrone Verbuchung zu haben, dass man sagt, okay, ich habe die Daten jetzt soweit geprüft, dass ich sie an dieses BAPI übergeben kann. Ich setze bei mir entsprechend einen Status, speichere meine Daten weg, löse ein Event aus und habe einen Event-Verbucher, der dann tatsächlich dieses BAPI ausführt und sich nicht darüber Gedanken machen muss, noch in meiner LUW drin zu stecken. Dann muss ich auf der anderen Seite wieder die Frage beantworten, wie bekomme ich das hin, dass die Information, dass es fertig ist, zu mir zurückkommt. Genau, das zeige ich gleich noch einmal kurz. Die Demo ist auf einem Stand von HANA 2021. Wir haben hier noch keine RAP-Events und keine lokalen RAP-Event-Händler. Das sind Sachen, die jetzt, glaube ich, auf ganz neuen Releases oder in naher Zukunft kommen. Das heißt, da wird das Framework selber uns Möglichkeiten bieten. Hier hatten wir nur die Möglichkeit halt, oder nicht nur, aber wir haben hier dann, weil wir das nicht hatten, die Möglichkeit genutzt, mit Workflow-Events und Event-Verbuchern zu arbeiten. So. Das heißt, ich habe hier eine Klasse, die entsprechend die Events auslöst. Jetzt muss ich mal gucken. Ah ja, da habe ich meinen Händler. Genau, der Händler selber delegiert auch wieder an, tut tatsächlich nur das, was hier Workflow-spezifisch ist, also die Übersetzung dieser Persistent Object Reference in meinen eigentlichen Schlüssel und übergibt dann wieder an meine Modellklasse. Und hier drin sehen wir, okay, ich lese meine Upload-Daten. Ja, dann gucke ich, ob das funktioniert hat. Dann prüfe ich nochmal, darf ich verbuchen? Dann mache ich hier löse ich über RAP die eigentliche Verbuchung aus auf das in diesem Fall managed, in einem anderen Fall unmanaged Business-Objekt. Dann hole ich mir den erzeugten Schlüssel wieder aus der Map-Struktur und schreibe ihn in meine ursprünglichen Upload-Daten zurück, bekomme darüber wieder die Verknüpfung.
Also diese Art der asynchronen Verbuchung und Rückmeldung erscheint mir oder uns dann nach den Erkenntnissen, die wir gesammelt haben, als die sauberste Art und Weise, damit umzugehen und zeigt halt auch so ein bisschen, dass der Trend dann eher dahin geht, ja, mehr asynchron zu verbuchen und nicht viel zu viel synchron in eine Session hineinzupacken. So. Genau, weiterer Tipp. Man kann mit RAP sehr, sehr schön Endlosschleifen bauen. Durch die Determinations, zum Beispiel dadurch, dass wenn man durch eine Determination Daten ändert in dem aktuellen Objekt, werden sämtliche Determinations wieder aufgerufen. Das heißt, man braucht da auf jeden Fall dann irgendwelche Ausbruchbedingungen, dass man nicht in eine Endlosschleife läuft. Ja. Genau, Bereitstellung der externen Schnittstelle als Data Service Oberfläche sind sehr komfortabel. Also man muss sich da tatsächlich dann, also wir haben bei uns das Business Application Studio im Einsatz und ich als Nicht-Frontend-Entwickler habe das auch sehr gut hinbekommen, nicht einmal durch den geführten Prozess durchzuklicken und am Ende eine lauffähige Fiori-App zu haben, ohne selber irgendwas an UI5 entwickeln zu müssen. Auf jeden Fall auch sehr schön. So, dann nochmal ein bisschen zur Demonstration. Ein paar Sachen hatte ich jetzt gerade schon ad hoc gezeigt. Die Demonstration zeigt eine vereinfachte Version des Service, die ein bisschen runtergekocht ist, um halt nicht die volle Komplexität des ICU mit drin zu haben. Da werden ICU-Standardobjekte ersetzt, sodass auch eine Ausführung ohne ICU möglich ist. Das Ganze ist auf GitHub. Den Link habt ihr hier, kann ich aber auch gerne nachher nochmal zur Verfügung stellen. Wenn ihr euch das runterladet und feststellt, dass da doch ISU-Objekte drin sind, macht gerne ein Issue auf. Ich habe mein Möglichstes getan, aber ich weiß nicht, was in meinem System drin ist, was in anderen nicht drin ist. Na, also wenn euch da was auffällt, meldet euch gern. Genau, die wesentlichen RAP-Objekte wurden übernommen. Seid Kommentare im Coding. Ich hoffe, dass es damit relativ klar ist. Ich werde noch eine kleine Prozessbeschreibung nachliefern. Das habe ich. Ja, da bin ich jetzt leider nicht mehr zugekommen, aber dafür haben wir jetzt dann auch eine schöne, umfassende Demo heute. Gut. So ein paar Sachen hatte ich gerade schon gezeigt. Hier noch einmal in. Oh, wir haben drei wesentliche Objekte, die hier auch alle mitsamt als RAP-Objekte umgesetzt sind, was in einem ICU-System nicht der Fall wäre. Da wären das ja althergebrachte Substandard-Objekte. Wir haben einmal die Verträge, wobei Vertrag in diesem Sinne eine sehr starke Kontraktion des ICU-Standardmodells ist. Also was hier in einer Tabelle zusammengefügt ist, ist normalerweise im ICU auf etwa 10 Tabellen verteilt. Hier halt stark vereinfacht. Dann, das ist die Projection. Dann das Meter Reading Document, also der Ablesebeleg, das eigentliche Belegobjekt, das am Ende erzeugt werden soll, mit einer eigenen unterliegenden Tabelle. Das, was, wie gesagt, in dem Realweltszenario das Unmanaged Business Objekt ist, mit dem BAPI dahinter. Und dann unsere Upload-Struktur, die für Aufnahme der Daten, Persistenz von Rohdaten, Datenvervollständigung, diesen ganzen Prozess davor zuständig ist. So, ich fahre das jetzt. So, ich fahre die Folie jetzt hier einmal rein, weil ich jetzt hier gleich ein bisschen switchen muss. Das ist dann leichter, als wenn ich immer wieder die Präsentation anmache. Wir gehen die drei Wege einmal durch und schauen, was da passiert. Punkt 1 ist Kundenportal. Wie gesagt, da steckt ein fremdes Frontend dahinter, was aktuell noch nicht existiert. Das Ganze läuft über das API-Management und um das durchzuspielen, habe ich mir das Ganze hier in meinem Postman fertig gemacht. Ich muss mir jetzt einmal ein CSRF-Token holen. Das würde das API-Management in einem realen Szenario für mich übernehmen. Dann sehen wir hier so ein bisschen, kann ich das noch größer machen? Ja, wunderbar.
Ja, ein bisschen was ich mitbringe. Ich habe eine Seriennummer. Ich hoffe, die habe ich noch nicht benutzt. Das Datum ist heute. Ich melde einen Zählerstand von 3000 Kilowattstunden zurück. Das Ganze kommt aus dem Portal. Hier Kundenname, Adressdaten zurück. Ich send und bekomme eine positive Antwort, dass das Ganze angelegt wurde. Bekomme hier entsprechend eine ID zurück. Und ich sehe, diese ID ist hier gerade noch nicht gefüllt. Das liegt an der asynchronen Verbuchung, die ich auch im Demo-Szenario eingebaut habe. Das wird nicht direkt erzeugt. Wir sehen aber, dass alle anderen Schlüssel hier dann tatsächlich durch die Determinations meines RAP-Objekts eingetragen wurden. Das heißt, Rückmeldung über das Portal können wir schon mal einen Haken dran machen. Dann gehen wir in die zweite Variante. Workforce-Management-System. Ich habe weder die Homepage besucht noch angerufen, sondern wurde zu Hause besucht. Und in dem Fall, wie gesagt, da gehen wir jetzt auf die alte RFC-Schnittstelle. Da möchte ich einmal kurz zeigen, was ich gemacht habe, weil wir dann nochmal diese Utility-Klasse, die ich ja gerade schon mal auf hatte, auch ein bisschen in Action sehen. Weil grundsätzlich ist hier auch eine Rückmeldung in Masse möglich. Und was hier passiert ist, wir sehen, ich mache mir hier einmal eine Tabelle auf, um die Uploads entgegenzunehmen. Und hier noch ein kleiner Tipp: Legt euch so ein Typeninterface an. RAP hat sehr, sehr viele von diesen abgeleiteten Typen und es bietet sich einfach an, dafür ein Typeninterface zu machen, allein schon, um sie als Methodenparameter nutzen zu können. Da macht man sich selbst einen großen Gefallen, das einmal hier sauber zu definieren und dann auch entsprechend immer wieder diese Typen benutzen zu können. So. Der Baustein ist so gemacht, dass diese Eingabestruktur entspricht tatsächlich hier genau der Datenstruktur der unterliegenden DB-Tabelle. Das ist jetzt nicht besonders realistisch, aber es erlaubt mir einmal so ein bisschen meine Methode für das Mapping zwischen DB-Tabelle und CDS-Entität zu demonstrieren. Ich bekomme also hier entsprechend die Daten rein. In der Struktur der DB-Tabelle mappe das mit meiner Utility-Methode auf den zugehörigen RAP-Datentyp. Und was diese Methode auch kann, ist mir diese Control-Struktur des RAP zu füllen, dass ich tatsächlich schon die halt auch gefüllt werden muss, um zu sagen, okay, alle Felder, die nicht read-only sind, sollen hier tatsächlich geändert werden. Das übernimmt diese Methode auch schon für mich. Dann übergebe ich das Ganze einfach an einen Adapter. Auch hier wieder. Hier alles rein, was irgendwie für den RFC entscheidend ist, und dann ja, wieder an den eigentlichen Service abgeben, in diesem Fall über den Adapter. Und der ruft dann hier entsprechend wieder meine RAP-Methoden auf. So, das Ganze habe ich auch vorbereitet hier für die RFC-Schnittstelle. Die habe ich dann einmal über den SOA Manager als SOAP-Schnittstelle exponiert und rufe jetzt hier entsprechend mit dem SOA Manager auf. So, wird auch akzeptiert. Mir wurde hier schon ein Handzeichen gegeben, dass meine Zeit sich dem Ende nähert. Deshalb ganz schnell die dritte Variante, nämlich, dass wir anrufen und dann mit einem Sachbearbeiter verbunden werden. Der Sachbearbeiter könnte dann in diese, zum Beispiel in diese Fiori-Kachel gehen. Ja, und er sieht zum Beispiel auch das, was wir hier schon jetzt gerade über die anderen beiden Schnittstellen angelegt haben. So, aber er könnte sich auch die Sachen von mir jetzt durchgehen lassen. Ich habe hier auf meinem anderen Screen habe ich einen Spickzettel, wo die ganzen Testdaten noch mal drinstehen. Ich die jetzt hier in einer kleinen Excel-Datei. Das jetzt einmal ein. So.
Ja, als Adresse haben wir einfach für alle Kunden mal unsere Firmenadresse genommen. Der Einfachheit halber. So, und wir sehen, okay, jetzt habe ich die Quelle vergessen, also so streng ist es mit mir nicht. Wir sehen, das Ganze wurde jetzt auch so als vollständig erkannt und dieser Statusdatensatz vollständig bedeutet, das Ganze wird jetzt auch dann über das Event an die Verbuchung übergeben. Also die Logik ist dahinter ist auch so, wenn der Datensatz nicht vollständig ist, wird dieses Event auch noch nicht ausgelöst und der Workflow dahinter startet auch noch nicht. Wie gesagt, die Verbuchung ist. Also in Cron, wenn ich jetzt hier ein bisschen warte, ja, jetzt sehen wir, hat die asynchrone Verbuchung stattgefunden und ja, das Ergebnis ist da. Gut, dann kehre ich jetzt noch ein letztes Mal zurück zu meiner Präsentation. Hoffe, dass ihr mir hier noch 2 Minuten gebt. Noch weitere Informationen. Hier nochmal ein kleiner Link zu einem Subblock zum Paketkonzept, was wir als Grundlage damals genommen haben, um uns diese internen APIs zu überlegen. Auch noch ein Link zur offiziellen Subdokumentation zu RAP selber. Immer hilfreich, da was nachzulesen. Nochmal ein Link zu unserer Demo. Also das, was ich gerade gezeigt habe, kann da heruntergeladen werden, dieses Z-Paket. Und da möchte ich noch ein bisschen Werbung machen für unser Open-Source-Projekt CDS to ALV, worüber ich ja vor 2 Jahren hier schon mal vorgetragen habe. Das Ganze ist jetzt auch seit kurzem auf GitHub verfügbar. Da würden wir uns auch sehr freuen, wenn ihr euch das anschaut und uns Feedback dazu gibt und hoffentlich eine Menge Spaß damit habt. Ja, abschließend noch, das bin ich. Wenn ihr noch Fragen habt, schickt mir gerne eine E-Mail. Ja, und dann möchte ich mich bei euch allen für eure Aufmerksamkeit bedanken und wir sehen uns dann gleich noch in Meet the Speakers.